So, jetzt fängt er an, der neue Film Rabe in Rumänien, aber so heißt er diesmal nicht. Jetzt ist es Rabe in Ungarn. Wir haben ja gesagt, dass wir hier ganz vielen Pferden helfen möchten. Das Problem ist, mein Freund, der Dr. Alex, der ist ganz krank. Der hat eine Mandelentzündung, der arme Kerl. Dem geht es richtig schlecht. Also seit heute Morgen geht es ihm wirklich sehr, sehr schlecht. Wir haben jetzt auch schon ein Antibiotikum besorgt. Und wenn ich ehrlich bin, ich merke, dass es bei mir auch schon losgeht. Der Kopf zieht sich zu, die Nase läuft. Das heißt, wir haben ein kleines Problem und deshalb haben wir uns entschlossen, was zu machen, was zumindest ich persönlich seit 15 Jahren nicht mehr gemacht habe. Ich werde jetzt Urlaub machen und zwar nicht irgendwie einen Tag oder so, sondern volle 48 Stunden. Und wie das Ganze aussieht, da könnt ihr jetzt dabei sein, da machen wir halt jetzt mal ein anderes Programm. Ja, das Wichtigste ist natürlich, dass man als Arbeitgeber auch sehr verständnisvoll ist und einfühlsam mit den Mitarbeitern umgeht. Alex, how you feel? The flu catch me as I feel very bad, the truth. Er fühlt sich wirklich schlecht, sagt er, aber ich lasse mir richtig was einfallen für meinen Freund. So, wir sind jetzt hier im Nationalpark in Ungarn. Hier werden wir jetzt schön wandern gehen. Gott sei Dank ist es nicht so kalt, es ist nur 3-4 unter Null. Und zwar geht der Weg da rum, hoch zum Berg. Das sind ungefähr 16 Kilometer Wanderstrecke. Ich kenne das hier. Ich hatte schon öfters krank im Auto. Und dann geht's da hinten rüber zu diesem Buddhistentempel, zu Stupa. Also ich sag mal, es sind keine 40 Kilometer. Es ist wirklich gut zu machen. In den nächsten 2 Stunden, vielleicht 3 Stunden werden wir brauchen. Und dann ist der Alex schon wieder viel, viel näher an das Ziel herangekommen, gesünder zu werden. Und was ich immer dabei habe, Leute, ihr glaubt es nicht. Ich bin auf Kranke vorbereitet und deshalb habe ich immer Wanderstöcke dabei. Ihr seht schon, da sind sie. Ist jetzt kein Witz. Na, Krückmann, Regenschirm auch, falls es mal regnet. Ich habe immer Wanderstöcke dabei. Und jetzt, Alex, why you sit in the car? Come now, you have to walk. What's wrong with you? Ja, und wenn man schon in Ungarn ist, dann sollte man natürlich auch den Dalai Lama besuchen. Man kann mal ein bisschen in sich gehen und beten. Und viele kennen das hier natürlich. Ungarn und Tibet ist ja praktisch ein und dasselbe. Und hier steht eine Stupa. Ein Tempel, ein tibetanischer Tempel. Alex, what do you say? We are in Hungary and you see the house from Dalai Lama. Ja, ist unglaublich, sagt er. Also Ungarn hat einiges zu bieten. Ja, wir haben jetzt gerade schon mal geklingelt, aber der Dalai Lama ist jetzt nicht zu Hause heute, leider. Aber der hat hier eh nur ein Haus und keinen Pferdestall. Der hat ja gar keine Pferde hier. Von daher könnten wir jetzt eh nichts für ihn tun. Ja, wir wandern und wandern. Der Typ, der kommt überhaupt nicht aus den Buschen. Also so langsam werde ich auch ein bisschen aggro. Ich kann sowas nicht haben. Dieses Wehleidige, dieses Jammrige. Mein Gott, es ist ein wunderbares Wetter. Er kann dadurch gesund werden. Repede. Alex, why you are so slowly? I'm cold. My hands cannot see. Oh mein Gott. Seine Hände. Was ein Weichei. Also ich selber, ich habe ja 2 Paar Handschuhe an. Total super. Mir sind die Hände nicht irgendwie eingefroren. Komm, repede. Ja, der hatte ganz blaue Finger. Da habe ich gesagt, komm, dann kann er auch mal jetzt eine halbe Stunde ein paar abhaben von meinen Handschuhen. Aber gut ist das nicht für die Therapie. Er soll ja gesund werden, ne? Mein Gott, jetzt kann sich kaum noch halten. Jetzt, come on, a little bit more tough, Alex. Jetzt macht er hier einen auf Fiebergedöns. Mann, beweg dich. Ja, viele denken jetzt vielleicht, das ist auch ein Witz oder ein Spaß. Aber wir sind angekommen oben an der Burg. Und damit ihr das auch mal seht hier, das ist kein Witz. Und er glaubt jetzt wirklich, hier wäre was los und er könnte hier vielleicht irgendwie einen Kaffee trinken. Aber Überraschung, Überraschung, es ist nur eine Ruine, Alex. Ja, wenn er zurück will, dann haben wir jetzt 24 Kilometer vor der Brust. Oder wir gehen nochmal 20 weiter und sind am Ziel. Aber so langsam schwächelt er. Das ist ganz normal, weil der Körper endlich jetzt gegen diese Bakterien und Viren ankämpft. Und der ist in ein paar Stunden gesund. 100%ig fit. Man muss einfach nur mal um Hufschmied hören. Die haben da einfach Erfahrung. Das ist so. Punkt. Das hier ist wirklich Naturheilkunde. Ab in die Natur, ab in den Schnee und laufen, auch mit Fieber. Jetzt wird immer langsamer, der Kerl. Komm, repede, Alex. Repede. So, ich bin mal vorgerannt. Das war Arsch, der Lehmer. Komm, Alex. Hier ist warm.
Here's the hot cacao is waiting here. It's wonderful, this this restaurant. Ja, genau, thanks God, thanks Markus. Ja, korrekt. Ja, das ist so, wenn man Leute behandelt, also jetzt ärztlich in meiner Sache, sind die natürlich unglaublich dankbar. Da und da hinten sind ein paar Touristen, die haben es auch geschafft. Guckt euch mal den Ausblick an, Leute. Da ist es leider die Sicht so ein bisschen eingeschränkt. Aber da ganz unten seht ihr den Weg, da sind wir hergekommen. Es ist natürlich jetzt wirklich gigantisch schön hier. Und ich habe auch gute Nachrichten. Ich dachte, das nächste Dörfchen wäre hier 24 Kilometer weiter und das schafft er ja kaum noch. Aber, thanks Gott, es ist nur 22 Kilometer und das ist doch ganz toll. Ne? Und wenn wir dann noch Kraft haben, dann könnten wir auch noch ein bisschen weitergehen. Also, alle Möglichkeiten sind da und das braucht der Mensch im Leben. Optionen, Optionen. Ganz genau, geh da mal schön in die Ecke, Alex, da kannst du dich schön aufwärmen. Ne? It's hot in the corner, oh? It's perfect? Super, sieht schon, er ist besser drauf. Ich sag mal, die Moral ist nicht kaputt. Der Körper macht vielleicht schlapp, aber die Moral, die ist definitiv nicht kaputt. Nice. Yeah, looks nice. When I say come on, repeat it, you don't want to go. You see, it's good what I tell you. If you have fever, if you have temperature, you have to walk outside in the mountains by snow. Exactly. Er wird langsam dankbar. Und diese Demut. Das ist auch genau das, was er jetzt braucht. Uah. Alex, du musst mir auch mal sagen, wenn hier Eis ist. Aber es ist gefährlich für mich hier. Ja, ja. Wenn du als Tierarzt auf dem Bad fällst, das ist scheißegal. Aber ich als Hufschmied werde noch gebraucht. Ja, jetzt haben wir uns so ein kleines bisschen verlaufen. Da memmt er schon rum. Ja, repete. Ja, geradeaus. Nainte. Repete, nainte. Ja, muss einfach geradeaus gehen. Da wird schon irgendwann wieder irgendwo was kommen. Oh. Ja, wie ihr seht, wir sind zurück. Es wird dunkel draußen. Es waren gerade mal 7,5 Stunden. Wir mussten abbrechen, weil Alex geschwächelt hat. Jetzt hat er gerade draußen auch noch Blut gespuckt, wie ihr gesehen habt. Und das macht mir echt Sorgen, jetzt, dass er Blut spuckt. Ich habe einfach keine Lust, dass er mir die Karre versaut. Ja, mega. Jetzt sind wir auch noch aus dem Hotel rausgeflogen. Angeblich würde ich meinen Kollegen nicht gut behandeln. Ich habe jetzt hier ein Ferienhaus genommen. In Ungarn gibt es ja reichlich. Ich habe das Gefühl, der ist gerade reingegangen, der will schlafen, das geht gar nicht. Also der darf nicht schlafen, das ist nicht gut für die Gesundheit. Alex! Markus, go away! Oh, jetzt soll ich auch noch weg? Now we have to go now, correct Alex, we have to go now, to walk more in the snow. So, da will ich dem Kollegen mal wieder auf Touren bringen, ist sogar eine kleine Küche hier. Und ich mache jetzt mal dem Alex einen richtig schönen Tee. Das sind Mittel, die helfen wirklich gut. Vor allen Dingen auch bei einer Mandelvereiterung und bei einer Lungenentzündung. WD-40 hilft immer und Desinfektionsmittel hat sich ja auch schon bei Corona bewiesen. Super Sache. So Alex, how is the soup? Huh? What do you give me, oil or what? Ach Quatsch, doch kein Öl. No, it's good for you. You have to drink. Believe me, it's very good. It tastes like oil. No. I never will do this with you. Ja, guten Morgen, meine Lieben. Dem Alex. Naja, es war ja gestern der erste Tag. Wir haben intensiv trainiert, um die Mandelentzündung in den Griff zu bekommen. Er hat vereiterte Mandeln. Und heute ist ja der zweite Tag und ich habe gesagt, innerhalb von 48 Stunden bekomme ich den Kerl gesund. Ich habe heute also noch einen ganzen Tag Zeit für ein ausgefeiltes Programm. Und ihr dürft wieder live dabei sein. Ich war auch gerade schon bei ihm im Zimmer. Er hat wirklich nur noch eine ganz leicht erhöhte Temperatur, 39,6. Das ist ja praktisch gar nichts mehr. Und jetzt geht's weiter und ich nehme euch mit. 94, 95. Hier komm, 95. Weiter, 93. Und weiter, repete, 94. Ja, wir haben jetzt wieder 1 Grad unter Null. Der Wind pfeift eiskalt. Man sieht, hier ist wirklich eine gute frische Luft und das hilft ihm natürlich. Jetzt ist er schon das zweite Mal fast oben. Es wird besser. Es wird besser mit ihm. Vielleicht sollte ich auch demnächst mal irgendwie Reiseberichtführer werden. Ja, wenn man Lust auf Ungarn hat
und vielleicht auch selber krank ist. Ich kann diese Gesundheitskur wirklich nur jedem empfehlen. Ja, natürlich dürft ihr hier auch mal ein bisschen gucken auf dieser Burg. Auch mal ein paar typisch ungarische Eindrücke gewinnen. Und das Coolste ist, dass egal wo ich bin, ich treffe immer wieder auf Kollegen von mir, also Gesundheitsmediziner. Ja, hier ist noch eine Arztpraxis, so wie man sie kennt. So sieht's aus hier. Und was die Schmiede hier früher alles machen konnten. Also die haben Zähne gezogen zum Beispiel. Ausgerenkte Kniescheiben konnten die behandeln. Und das haben wir heute noch drauf. Fingernägel schleifen. Aber das Wichtigste ist, und das ist das, was wir Hufschmiede auch einfach drauf haben, das ist, dass wir wissen, was bei Krankheiten zu tun ist. Und eine Gesundheitsposition einzunehmen, ist wirklich immer Gold wert. Alex, how you feel? Another room or better? Ist better, hä? Ist better. Ja, perfekt. The room with air condition. Ja, richtig, richtig. Ja, ganz genau, mit Belüftung. Und Luft ist gut, frische Luft. Ja. Alex, this is a healthy position. Ja. Just 2 hours more, then you are finished. You promised me the spa area. Yeah, it's the spa area. Correct. This is wellness. Wellness. Feria Wellness. Okay. Ganz genau, glaub mir, das ist die Kraft der Pferde. Das hilft bei der Heilung. Hopp, hopp, hopp. Avanti, avanti. Super, Alex, super. Ja, super, super. Also wenn das nicht zieht, dann weiß ich auch nicht. So macht man einen Tierarzt gesund. Ja, der Alex hat ja gerade gekniffen und hat gesagt, er will jetzt nicht ins kalte Wasser, er muss einfach was trinken, er hat so Durst. Und ja, da haben wir schon genau das Richtige gefunden, jetzt um gesund zu werden. Das ist genau das Richtige. Wir setzen uns jetzt schön in den Weingarten und dann werden wir den Alex gesund machen. Ja, und natürlich haben wir uns jetzt bei den Vitaminen auf den Obst entschieden. Alex, what do you think? It's enough vitamins for the moment? Ja. Yeah. Super. We'll have the power. Wir werden wieder Kraft haben, sagt er. Leute, das ist genau meins. Das ist Vanillepudding. Und jetzt könnte man denken, hat viele Kalorien, hat aber eigentlich 0 Kalorien, weil da oben Puderzucker drauf ist. Und der Puderzucker zieht die Kalorien aus dem Vanillepudding raus. Ja. Ja, es ist jetzt abends, 2 Tage sind rum. Der Alex ist total in Ordnung, der ist total gesund und der ist einfach nur gut drauf. Und wenn man auf dem Hufschmied hört, dann lohnt es auch. Alex, how you feel? I feel great. I'm 100% in good shape and thank God about this treatment that you give me was a rocket. Ja, you make one mistake, you say thank God. Thank Markus. Ja, ihr seht, er ist 100%ig wieder fit, es hat gewirkt und das war's jetzt. Das war der erste Talrabe in Ungarn. Meine Lieben, bleibt dran, jetzt müssen wir auch demnächst anfangen, die Tiere zu behandeln, denn er ist wieder gesund. Jetzt geht's los. Ach, Alex, nicht gut. It's a movie. Don't bark. Sorry. You are healthy. Ihr Lieben, macht's gut. Ganz liebe Grüße. Ciao.